wissen ja, dass ich das vielleicht einmal im Jahr mache. Sowas. Tatsächlich. Aber weil Sie das so nett geschrieben haben, über mich gibt es nichts im Internet. Und wenn, ist das illegal. Ich mache diesen Zirkus nicht, ich schreibe lieber. Dann machen wir das heute auf jeden Fall ganz legal, schätze ich mal. Ja, völlig. Ich habe da hinten so eine Deckenleuchte im Kopf, die versuche ich krampfhaft wegzukriegen. Das gelingt. Da ich das ja nie mache, muss ich mich größer stellen, den Kopf etwas, oder machen Sie das? Oder wer macht das? Nee, da geht das gar nicht. Ich befürchte, Sie müssen einen Elektriker anrufen und die Lampe abschrauben lassen. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Ein herzlich willkommen zu Schmetterlinge im Kopf. Und heute hat unser Steffen, das muss man sagen, ein ganz bekanntes Gesicht mal wieder vor die Kamera bekommen. Und gerade durften wir erfahren, dass er es gar nicht so oft macht oder auch nur einmal im Jahr. Und wir sind dieses eine Mal. Er ist Theologe, evangelischer Theologe. Ja. Er ist Philosoph, zumindest Philosophie studiert, aber dann ist man ja Philosoph. Er ist Psychologe und noch vieles andere mehr. Wir kennen ihn aus der Heute-Sendung. Das ist das Gesicht der Heute-Sendung, zumindest mein früheres. Sie haben einen Talk gemacht sonntags morgens, auch den habe ich gehört. Der war ein bisschen in der Kritik. Man hat da so ein bisschen leise Treterei angeblich Ihnen vorgeworfen. Und das hat er sich vermutlich. Das war die Initialzündung. Das hat er sich vermutlich zu Herzen genommen und gesagt: Euch zeige ich. Der Talk am Sonntag war das. Kolumnist bei der BAMS. Bücher mit 6 Millionen Auflage. Du liebe Zeit. Das 9 Millionen. Wir wollen hier ganz korrekt bleiben. Dann müssen Sie wirklich. Obwohl wir ja gerade feststellen, dass die Deutschen immer weniger lesen, rechnen und schreiben können, wollen wir es doch ganz genau nehmen. Nein, ich habe jetzt den Sprung über die 9-Millionen-Grenze geschafft. Aber was den sozusagen den Kuscheltalk, den angeblichen, angeht. Der Kuscheltalk, Der liberale Tagesspiegel schrieb zu meinem Abschied, den er übrigens bedauert hat, was ich sehr schön fand, gerade dieses Blatt. Und die schrieben als Überschrift Klartext statt Kuscheltalk. Denn was die meisten nicht begreifen können oder wollen, oder Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges, weil sie sauer sind, dass man damit Erfolg hat. Dass man nämlich auf eine freundliche, humorvolle Art scharfe Kritik äußern kann. Und das war vielleicht so ein Stück das Geheimnis, denn in meinen Sommerinterviews zum Beispiel, die ja zur Legende geworden sind, habe ich die meisten Schlagzeilen herausgeholt. Also Köhler, der damals sagte, die Banken sind ein Monster. Das habe ich auf fröhliche, liebenswürdige Weise aus ihm rausgeholt. Und meine Interviews mit Claudia Roth oder mit Joschka Fischer waren geradezu legendär. Also ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen, aber heute Abend zeige ich deswegen schon Biss, weil ich mir heute Morgen hier und hier das 12. und 13. Implantat habe einsetzen lassen. Ich habe wieder Biss. Ach jetzt. Ja. Und da ist auch Betriebstemperatur der Hahn. Ich finde ja heute die Sommerinterviews, egal in welchem Sender, also ARD oder ZDF, die sind ja im Grunde ähnlich. Ich finde ehrlich gesagt heute auch den Bericht aus Berlin und all diese Dinge, ich finde die heute zum Beispiel, wenn sie gerade bissig sagen, gar nicht mehr bissig. Sondern ich ganz kurz wollte nur fragen, musst du das Mikro eigentlich runter machen, was da auf deinem Headset ist, oder kann es alles so oben sein? Achso, hört man mich nicht? Nee, man hört dich schon. Doch, gut. Man hört alles wunderbar. Ich habe jetzt hab mir gerade nur die Frage gestellt, ob es vielleicht am Mund direkt sein muss. Aber so. Nee, warte mal, wir machen es mal anders. Wir machen es mal so. Jetzt hört man mich wahrscheinlich besser. Es ist alles wunderbar. Also es ist besser als bei ARD und ZDF. Das ist auch nicht schwer. Jetzt hört man mich. Aber Sie sitzen wahrscheinlich auch auf geöltem Parkettboden, oder? Jetzt habt ihr mich hier so. Massagesitz. Jetzt bin ich wieder. Ja. Nein. Sitzen Sie auch hier auf einem Massagesitz? Das ist ja ganz wichtig. Ich habe hier ein Mikrofon, da spreche ich rein. Also was ich sagen wollte, ich denke mir manchmal, ach Leute, das könnt ihr doch jetzt so nicht stehen lassen, da kann man doch wenigstens nochmal freundlich nachfragen und sagen, Herr Lindner oder Herr Scholz oder Herr wer auch immer, empfinden Sie das auch so, dass das doch sehr freundlich ist, diese Interviews heute? Also bei Nachfragen muss man natürlich auch, wie soll ich sagen,
die das Wissen haben, was man überhaupt nachfragt. Mhm. Und das Zweite ist, ich habe alle Interviews, die ich in meinem Leben gemacht habe, ohne Konzept, das heißt ohne Schriftliches vor mir liegen gehabt. Ich habe nie was Schriftliches vor mir liegen gehabt. Und das ist das Geheimnis. Dann hören Sie ja auch zu. Wenn Sie aber Ihre nächste Frage schon im Blick haben, dann ist es völlig wurscht, was jemand sagt. Ich will jetzt diesen Kollegen keinen Vorwurf machen, denn das ist immer wohlfeil, so aus einer alten Position heraus was zu sagen. Ich bin schon erstaunt, was heute der Journalismus genau an den Stellen, wo ich mal gearbeitet habe, leistet, in Anführungszeichen. Letzte Woche ZDF, Hauptnachrichtensendung heute, ich habe die immerhin 7 Jahre moderiert, da sind ganze Generationen mit mir aufgewachsen, die heute noch auf der Straße auf mich zukommen und sagen, meine Güte, was waren das für Zeiten? Also da wird berichtet, dass, wir haben sie eben mal kurz angesprochen, die Grundschüler nicht mehr lesen, rechnen und schreiben können. Die Mindeststandards, so hat man ja festgestellt, werden nicht mehr erreicht. ZDF heute macht eine riesen Tafel hinter dem Moderator und da steht drauf Mindeststandard mit T. Standard mit T. Zwei Tage vorher war plötzlich Riga die Hauptstadt eines falschen baltischen Staates. Wir haben doch heute teilweise eine Bildung, auch unter unseren Kollegen, dass ich doch ein bisschen erstaunt bin. Also war das jetzt ein Ja oder ein Nein? Nee, Sie wollen keine Schelte machen, aber ich würde mir manchmal, ich gucke deshalb so gerne den ORF und da, ZIP heißt das, glaube ich, und da gibt es einen Moderator, ein ganz bekannter, Sie kennen ihn mit Sicherheit, ich kenne seinen Namen jetzt nicht, ein grauhaariger. Ja, ich weiß, wen Sie meinen. Der wurde glaube ich, von der österreichischen Politik, sollte der auch schon abserviert werden. Es war, also der fragt für mich immer freundlich, aber doch bissig nach. Vor allem lacht er nicht. Und in deutschen Moderationen wird oft so gelächelt. Und ich denke mir, warum lächelt ihr denn, wenn Politiker oder Politikerinnen was sagen? Egal, ob es gut oder schlecht oder. Ja, aber es gibt aber auch das Gegenteil. Es gibt ja auch dieses Weltuntergangsgesicht. Motto, es ist also wirklich eine Sekunde vor 12, der Abgrund ist da und morgen sind wir einen Schritt weiter. Das gibt es allerdings auch. Also ich bin der Überzeugung, im Nachrichtengeschäft müssen Sie möglichst neutral sein. Ich bin ja exakt, deswegen habe ich ja auch unser Gespräch fröhlich zugesagt, weil ich sage, ich bin jetzt exakt 50 Jahre in dem Geschäft. Ich bin 1972 bei der ARD, also beim Saarischen Rundfunk, angefangen. Das erste Wort, was ich von meinem damaligen Intendanten hörte, Dr. Franz May, war übrigens der letzte Büroleiter von Konrad Adenauer. Also da sehen Sie, ich bin Methusalem hoch 27. Der sagte mir als allererstes, also wenn Sie hier zu uns kommen willen und ich Sie auch fest anstellen soll, was ich ja sofort wurde, dank dessen habe ich heute eine wunderbare Pension. Da hat er gesagt, ich will keinen Missionsjournalismus. Oh. So, da habe ich gedacht, meine Güte, ich war damals ja erst 20, aber war schon irgendwie als Theologe, als Redner, als Prediger bekannt. Ich dachte, der meinte das. Und da sagt er, nein, ich möchte, und da werde ich drauf achten, sonst fliegen Sie wieder raus, eine klare Trennung von Meinung und Nachricht. Und das war damals der Standard. Und das Zweite war, es war ja bimedial damals schon dort im Saarischen Rundfunk, weil das so klein ist, also Fernsehen. Ich möchte Ihrem Gesicht nicht ansehen, was Sie zum Beispiel über ein Wahlergebnis denken. Mhm. Wenn Sie heute den Ton ausstellen, also ich mache das ja für mein Leben gerne bei Fußball oder auch bei Wahlsendungen. Ich mache einfach den Ton weg. Ich sehe an den Gesichtern der Kollegen, die ich ja meistens kenne, wie das Ergebnis ist. Wobei ich finde, da ist das ZDF, also hier speziell auch das Heute-Journal, sichtbarer als, nehmen wir mal das Äquivalent in der ARD, als die Tagesthemen. Also ich kann Ihnen nur sagen, Sie reden jetzt fast mit einem, als würden Sie mit einem Blinden über Farbe reden. Ich gucke seit Jahren kein Fernsehen mehr. Die Frage der Leute heißt ja immer, meine Güte, warum gucken Sie denn nichts mehr? Sie haben da doch gearbeitet, Sie haben das doch selber gemacht. Dann sage ich, deshalb.
Und wo beziehen Sie die Informationen her? Weil im Fernsehen bekommt man ja doch... Also man kriegt heute alles übers Internet. Natürlich auch Fernsehen, wenn man sehen will. Oder das, was dort gelaufen ist, ist ja quasi sofort auch kommentierend im Internet. Was ich nicht mehr mache, ist, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit meinen Fernseher einschalte. Ich habe das aufgezeichnet, was ich am liebsten sehe zur Entspannung und immer am liebsten gesehen habe. Das sind die Rosenheim-Kopf. Bei mir ist es Verkaufsfernsehen, QVC abends. So, ja, und ich habe auch Verkaufsfernsehen, ist ein gutes Stichwort, nämlich die Sendung meines Freundes Horst Lichter. Spaß für Rares. Super. Die könnte stundenlang sehen, weil das ist noch so normal. Wissen Sie, da ist kein Gender, keine Ideologie. Da wird nicht dauernd, da wird von Sarotti sogar der Mohr noch verkauft. Ohne dass da gleich die moralische Keule kommt, dass man das alles nicht mehr darf. Ich finde das so herrlich normal. Ja, das macht uns gerade hoch. Und am allerschönsten sind aber die Bares für Rares Specials, die auf irgendwelchen Schlössern. Ja, herrlich, auf so Schlössern und so. Ja, wo dann auch teilweise ja für 70.000, 80.000 Euro das Kreuz Christi, also entsprechende auch Sachen verkaufen. Und man muss sich vorstellen, das ist gleichzeitig, also Stichwort Fernsehgebühren und auf geöltem Parkett sitzen, die billigste Sendung, die es gibt. Da sind die paar Experten, da sind die Leute, Verkäufer, die sowieso nichts kriegen. Das ist eine Sendung ohne jeden Aufwand, wie früher übrigens, was bin ich? Da waren Sie noch gar nicht geboren, da waren Ihre Eltern noch sehr charmant, geboren. Sehr charmant, sehr charmant. Da gab es, ja, da nehmen wir das Lob an. Mit Robert Lemke. Und welche Schweinerl hätten Sie? Ja, und nebenan lag immer ein Hund. Das war die billigste Sendung, die es gibt. Die kostete nichts, die kostete nur Strom. Gut, der ist heute teuer. Und das hatte die höchsten Quoten. Und dieser ganze Aufwand, der überall gemacht wird, ist ja kein Garant für Quoten. Aber wie gesagt, Horst Lichter macht das alles so unfassbar normal. Also ich zucke jedes Mal zusammen und denke, jetzt müsste doch die Sprachpolizei kommen oder die Genderpolizei oder das ZDF müsste eingreifen, weil der spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Also wie man normalerweise vor 10 Jahren haben der alle so gesprochen. Ich wollte mal zu Ihrem Buch kommen. Das ist ja definitiv, und Sie haben ja schon gesagt, Sie haben das ein oder andere Büchlein verkauft im Lauf der letzten Jahre. Und es ist ja wahnsinnig erfolgreich, aber man muss auch sagen, Sie sind ja mit Verlaub eine Person, die wird hier und da, je nachdem, wie man zuhört, ein bisschen kontrovers behandelt. Ja, Gott sei Dank. Ja. Leben wäre doch langweilig. Also, verstehen Sie, ich schreibe doch kein Buch, um die Leute selbst zu bestätigen. Sondern das Beste, was man machen kann, ist, dass die Leute sich so aufregen. Da muss ich aber eins vorweg schon mal sagen, will die Frage nicht zerstören, aber mich interessiert die professionelle Kritik, also diese Berufskritiker, nicht die Bohne. Weil ich habe nun 50 Jahre die Erfahrung gemacht, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges und Barmherzigkeit kriegt man geschenkt, aber Erfolg muss man sich hart erarbeiten. Wenn das diskutiert wird, also ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall, wo ein Grüner Landtagsabgeordneter meint, gegen mich zu Felde ziehen zu müssen, da gucke ich immer sofort bei Amazon. Obwohl ich sage, die Leute sollen im Buchhandel kaufen. Wir brauchen den Buchhandel vor Ort. Aber trotzdem gucke ich immer bei Amazon. Und wenn sowas kommt gegen mich oder sich irgendein Fernsehkritiker aufregt, steigen sofort die Auflagen. Bad News or good News. Die Leute sagen, Mensch, der ist so ein netter Kerl, ist der wirklich so blöd? Das wollen wir doch mal lesen. Aber haben Sie denn, wenn Sie abends dann auf der Couch sitzen und zum Beispiel die Rosenheim-Cops gucken, haben Sie dann auch zwischendurch mal einen schwachen Moment, wo Sie sagen, okay, vielleicht also in den Schuhen vom Gottschalk zu laufen, wäre auch nicht verkehrt, also einfach Everybody's Darling zu sein, oder beziehungsweise die Frage, dass man sich selbst fragt, ist das denn auch berechtigt, was da von Böhmermann und Co. kommt, dass da, weil es ist ja teilweise schon ziemlich harsche Kritik, und hat man da selbst einen Moment, dass man sagt, okay, haben die vielleicht auch ein Stück weit recht? Von dem, also erstmal, Everybody's Darling ist Everybody's Rindvieh. Also, Zitat! Strauß, Franz Josef Strauß hat völlig recht. Also Everybody's Darling ist ganz einfach herzustellen.
das Image und das nützt ihnen überhaupt nichts. Vor allem da könnte ich nicht mehr in den Spiegel gucken oder ruhig auf der Couch sitzen. Die Frage ist aber, von wem wird man kritisiert? Mhm. Also wenn ich plötzlich, sagen wir mal, Böhmermann oder die Heute-Show ganz toll finden würde, hätte ich ja was falsch gemacht. Aber ich bin dort immer wieder Gegenstand der Kritik und der Häme und wer weiß was alles. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wer Gegenstand von Häme ist, ohne dass die Person erklärt werden muss, der hat es geschafft. Also die gehen ja davon aus, dass 99% ihrer Zuschauer mich kennen. Also diesen alten Schwurbel-Opa, der da so vor sich hin schreit. Sie erklären ja nicht, wer ist Peter Hane, sondern sie gehen davon aus, jeder kennt ihn. Also kann ich sagen, wenn ich das geschafft habe, dann brauche ich eigentlich nichts mehr. Meine Mutter im Übrigen, jetzt muss ich mal ein Geheimnis verraten, meine Mutter hat sie gerne gesehen und sie pflegte hin und wieder zu sagen, den Peter Hane kannst du auf keine Beerdigung mitnehmen, der ist immer am Grinsen. Ja, das war ja ein Vorwurf durchaus. Also sagen wir mal, das war jetzt so. Das war aber lieb gemeint. Das war absolut. Gemeint, aber oder? Das war zum Beispiel eine Kritik, die ich mir zu Herzen genommen habe. Das war ja ganz zu Anfang. Ich bin von Natur, ich bin ja ein Sonntagskind. Dann bin ich natürlich am 9. November geboren. Das heißt zum Tag des Mauerfalls. Und ich habe ja, also ich bin durch die Gene, die ich von meinem Vater erlebt habe, der immerhin Stalingrad überlebt hat und ein ganz schweres Schicksal letztlich hatte, der aber auch zum Schluss, als er im Krankenhaus lag zum Sterben, immer fröhlich war. Also der strahlte etwas aus und war eigentlich jetzt nicht ein billiger Opportunist, das kann man ja heutzutage sowieso nicht mehr sein, aber fröhlich. Und diese Fröhlichkeit habe ich mir erhalten und das irritiert ja viele. Also ich musste natürlich, weil wer mich mal hat reden hören in einem Vortrag, sagt ja immer, meine Güte, Sie sind ja völlig anders als im Fernsehen. Da sage ich, im Fernsehen war ich Nachrichtenmoderator mein ganzes Leben lang, bis auf die letzten 7 Jahre. Und Nachrichtenmoderator heißt, ich sage nochmal vom Anfang, als ich anfing vor 50 Jahren, man soll Ihrem Gesicht nicht ansehen, was Sie denken. Und das hat man bei mir leider. weil ich mich entweder lustig gemacht habe über irgendwas, da habe ich natürlich schon gegrinst bei der Meldung, also heute bei Karl Lauterbach hätte ich nur gegrinst früher. verstehen Sie? Aber ich bin nicht der Typ, dieses 5 vor 12 Gesicht, wo man, ich habe immer gesagt, 19 Uhr die Nachrichten. Ich sage den Leuten jetzt guten Abend, um ihnen anschließend 20 Minuten zu sagen, wie schrecklich die Welt ist und dass selbst der Wetterbericht furchtbar ist oder ein Fußballergebnis. Also da muss doch ein bisschen Freude rein. Aber ist die Welt denn tatsächlich so schrecklich? Weil es, eigentlich muss man sagen, ist ja dieses Buch ein schlechte Laune-Buch. Also wenn ich jetzt sage, ich will mal gucken, was so alles nicht funktioniert, dann lese ich dieses Buch. Und Sie sagten jetzt, naja, Neid ist im Grunde der Lohn. Ja. Ist es denn auch so ein, also Masche ist jetzt ein zu billiges Wort, aber ich verwende es trotzdem mal. Ist es auch so eine Masche zu sagen, nee, komm, ich schreibe nichts Falsches, aber ich lege den Fokus mal wirklich auf die Wunde, auf das, was nicht so funktioniert, weil sich das einfach gut verkauft? Oder ist es schon, wo Sie sagen, nee, das ist eine Message, das ist eine Botschaft und das möchte ich den Leuten einfach mal vom Kopf knallen und sagen, Leute, macht mal die Augen auf, guck mal, was so alles schief läuft. Oder ist also es schon was falsch? Schließt ja eins das andere nicht aus. So ist es. Also, es ist einmal so, mein Markenzeichen, und das stellt überhaupt gar keiner in Frage, selbst die größten Kritiker, ist, dass ich Klartext schreibe. Das heißt, ich rede nicht drumherum. Bei mir gibt es keinen einzigen Konjunktiv, hätte, könnte, möchte, sollte, sondern ich behaupte, es ist so. Ich habe den Anspruch, wer mich liest, soll 1:1 meine Meinung hören und kann sich ja selber seine Gedanken machen. Was soll ich denn die Gedanken anderer in meine Bücher einbauen? Dann wird es ja auch langweilig. Zum anderen, ich habe von vornherein gelernt und dieses Jahr auch umgesetzt in der von mir erfundenen Kindernachrichtensendung Logo. Das meine ich, da sind ja ganze Generationen mit aufgewachsen. Wenn heute Bundestagsabgeordnete kommen und sagen, dank Ihnen bin ich in der Politik, sage ich, wieso, ich habe Ihre Partei noch nie im Leben gewählt. Ja, aber wir haben Logo geguckt und das haben Sie alles so schön erklärt mit der Politik. Das heißt, das Geheimnis ist,
kurze Sätze, einfach zu sprechen, Klartext, dass jeder es versteht. So, und dann ist es für mich erstaunlicherweise, ich bin doch nicht schuld daran, eine Marktlücke. Es traut sich ja kein Mensch so zu schreiben. Und wissen Sie, wenn ich jetzt erlebe bei diesem neuen Buch, ich bin ja nun schon totgesagt, wenn man also bestimmte Internetkommentare sich anguckt, die lese ich ja mit Begeisterung, wer mich alles schon für tot erklärt hat. Also der Hane war ja nur berühmt, als er im ZDF war. Jetzt ist er weg, jetzt fällt er in eine tiefe Grube, wie ja die meisten auch fallen. Ich erlebe durch dieses ganz neue Buch, Das Maß ist voll, eine absolute Renaissance. Das darf überhaupt nicht wahr sein. Der Verlag druckt und druckt und druckt. Ich habe allerdings noch einen Vorteil, dass ich dafür sorge, da ich selber so gut wie nichts dran verdiene, an 10 Euro, was die Bücher immer gekostet haben, und jetzt 12. Mhm. Und das Papier ist inzwischen so teuer. Mhm. Ich sage immer, jeder soll sich das leisten können. Und für mich ist das ganz toll. Was meinen Sie, eben gerade, ich könnte das jetzt vorzeigen, kriegte ich eine SMS aus einem Zug. Da hat ein Fan von mir sein Gegenüber fotografiert. Was liest dieses Gegenüber? Das Maß ist voll. Mhm. Das heißt, man kann sich das aus der Bahnhofsbuchhandlung schnell mitnehmen. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute kommen, der Verlag schrieb mir das gestern, die machen jetzt 2 neue Auflagen und kaufen gleich für Weihnachten 10 Stück, weil sie sagen, unser Postbote, unser Arzt, unser Bundestagsabgeordneter, wer auch immer, soll das mal lesen. Ich mache ja, für meine Bücher gibt es 0 Werbung. Sie werden nirgendwo eine Anzeige finden, überhaupt nichts. Und da wird ein Buch angekündigt und es ist bei Amazon auf Platz 1, bevor es überhaupt erscheint. Mhm. Das ist die Tatsache. Wissen Sie, da kann ich jetzt vor Stolz, das ist doch mir wurscht. Ich schreibe alle 2 Jahre ein solches Buch. Da schreibe ich alles, was mir so in diesen 2 Jahren aufgefallen ist. Und übrigens, was den Ernst angeht, was Sie gesagt haben. Lesen Sie es nochmal, wenn wir die Sendung fertig haben. Ja. Und dann lesen Sie manche Artikel laut. Zum Beispiel alle meine Gender-Artikel. Genau. Das ist Loriot vom Feinsten. Das ist für mich die nächste Frage, die ich stellen würde. Sie hatten es auch im Interview gesagt, es geht darum, dass es ein Hauch Loriot auch ist, dass man es laut lesen soll, dass da auch Ironie und Sarkasmus dabei ist. Aber ist das auch mit dem Wissen verknüpft, dass diese Ironie, diesen Sarkasmus, diesen Hauch Loriot viele halt eben nicht verstehen, sondern dann kommt der Vorwurf, er ist ein Stimmungsmacher? Nein, also ich glaube, das werden Sie nie los. Also wenn Sie gegen Gender zu Felde ziehen und das Loriot-mäßig machen, ernten Sie trotzdem die Kritik, das ist ein Hardliner und wer weiß was auch immer. Ich versuche ja nur an den Beispielen, die ich bringe. Also ich habe ja in den letzten 3 Büchern immer so 4, 5 Kapitel über Gender gehabt. Hannover war mein ganz großes Beispiel. Um dann die Amtssprache deutlich zu machen, wie irre das ist. Also wer zum Beispiel sagt, tote Radfahrende, ist ja ein Irrer. Denn ein Radfahrender ist der, der im Augenblick Rad fährt. Da schreibe ich dann, so präsent ist die Auferstehung inzwischen in Deutschland. Also sie glauben an Gott gar nicht glauben, aber sie glauben an die Auferstehung der Toten, an tote Radfahrender. Jetzt hat ein ganz bekannter Politiker in einer Nachrichtensendung gesagt, weil eine Sitzung ausgefallen war, viele Teilnehmende waren verhindert. Also entweder nehmen sie teil, dann sind sie Teilnehmende. Oder sie sind verhindert, dann sind sie aber keine Teilnehmende. Das Niedersachsen-Wahlergebnis wurde kommentiert von angeblich doch so hochintelligenten Journalisten mit den Worten, viele Wählende waren nicht gekommen. Also entweder bin ich ein Wählender und gehe zum Wählen oder ich bin ein Wähler und gehe da gar nicht hin. Aber das ist absurd. Aber wäre es nicht auch eine Antwort zu sagen, man strafe ein Thema mit Ignoranz und macht das dadurch, dass man es in den Diskussionsring quasi schickt, nicht noch größer, sondern sagt einfach, Leute, ich habe in meinem Buch habe ich ein Kapitel oder sage ich einen Satz zum Thema Gender, macht es einfach nicht, ignoriert es und in 5 Jahren ist die Mutter. Nein, Sie müssen es ja erklären. Sie müssen die Absurdität erklären. Und ich mache es dadurch ja gar nicht interessant. Aber gibt es nicht spannendere Themen als Gendern?
Also gibt es nicht spannendere Themen zu sagen, lass uns mit Russland, Ukraine beschäftigen, lass uns mit China, mit Iran, mit Nawalny beschäftigen und nicht ein Buch oder ein Kapitel darüber zu schreiben, dass man sich über das, also ist das nicht ein deutsches Luxusproblem zu sagen, wir reden über das Gendern, hat dieser Planet nicht größere Probleme? Ja, Sie haben völlig recht, das Gendern an sich ist ein Luxusproblem, nur jetzt kommt der alte Hane mit seinen 50 Jahren Lebenserfahrung im Journalismus. Heute ist es der Genderstern, morgen ist es der Pubertätsblocker. Das heißt, wenn ich im Kern, im Anfang, während den Anfängen, nicht warne, habe ich in Sekundenschnelle die Ideologie, die ja eigentlich dahinter steckt. Es gibt viele Beispiele, wo aus einer Kleinigkeit, auch einer sprachlichen Kleinigkeit oder was auch immer, plötzlich durch die Hintertür eine riesige Ideologie oder was auch immer kommt. Das heißt, wer heute meint, er müsse die Frauen sichtbarer machen, indem er die Sprache ändert, was ja, wie wir jetzt ja heute wissen, schon in sich Steinzeit ist, obwohl er erst 3 Jahre her ist, weil er heute müssen sie ja nicht mehr die Frauen sichtbar machen, sondern die 178 Geschlechter, die es sonst noch gibt. Das heißt, es ist sowieso rein intellektuell ein völliger Widersinn. Aber meine Meinung ist einfach, im Kern etwas auszutreten. Und ich versuche eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, morgen kommt der Pubertätsblocker, sondern einfach mal deutlich zu machen, wie dumm das alles ist. Also ich kann doch nicht sagen, LehrerInnen und in dieser Lücke sind die 128 anderen Geschlechter, die es doch angeblich geben soll. Das ist ein völliger Wahnsinn. Und ich habe den Grundsatz, ich habe ja mit meiner Nachfolgerin Petra Gerster in der aktuellen Bunte Quarterly, das ist ja eine ganz großartige Zeitung, Hochglanzmagazin, Robbie Williams ist auf dem Titelbild. Und Aber nur knapp vor Ihnen. Aber nur ganz, ganz knapp vor Ihnen, ja. Und da habe ich ja völlig fröhlich mit Petra Gerster, ohne Schaum vom Mund, ohne alles, und habe folgenden Grundsatz: um Frauen sichtbarer zu machen in der Sprache, muss ich nicht die Sprache ändern, sondern die Grammatik erklären. Wer die Grammatik kennt, die Gültigkeit hat seit Luther, braucht das alles gar nicht. Und jetzt bitte ich Sie doch noch mal ernst zu sehen. Also, wie wollen wir denn diesen Kindern, die nicht mehr lesen, rechnen und schreiben können, nun noch diesen Irrsinn auch noch erklären? Wie wollen wir den Millionen von Flüchtlingen, die verzweifelt versuchen, die schwere Sprache Deutsch zu lernen, das nun auch noch erklären? Denn jeder, und das ist ja der neue Demokratie, ist Demokratieverständnis, jeder macht das jetzt nach seiner Fasson. Der eine setzt einen Unterstrich, der andere einen Querstrich, der andere ein Sternchen und so weiter. Also ich halte diese Sprache für fremdenfeindlich und auch behindertenfeindlich. Ja, die Frage ist ja aber auch, was steckt denn eigentlich dahinter? Also das ist die Frage, die ich mir stelle, weil ehrlich gesagt, ich zucke auch zusammen, gerade wenn diese, wie Sie es beschrieben haben, Gender Gap, also das Schönste in das, das ist ein norddeutsches Magazin, da genderte letztens jemand die Krankenschwesterin. Ja, irre, wir sind doch irre, ja, und daran, Irrenhaus, ja, während daran, in der Ukraine Krieg ist und wir verhungern. Daran sieht man natürlich, wie verfahren das auch ist. Und wenn man jetzt den Umfragen glaubt, dann ist ja schon auch eine Mehrheit der Menschen, interessieren sich, glaube ich, gar nicht dafür, wenden das auch überhaupt nicht an, kriegen es natürlich im Fernsehen hin und an mit. Aber glauben Sie denn, dass es tatsächlich den Betreffenden, also die jetzt am lautesten rufen, das betrifft ja nicht nur das Gender, das geht ja auch kartoffelfrei auf ein Loch und so weiter, glauben Sie, dass es diesen Menschen jetzt nicht, also ich glaube den Menschen schon, wenn sie sagen, mir geht es darum, dass Frauen gerechter, mir geht es darum, dass die Erde geschützt wird, das nehme ich ihnen schon ab, aber so rein tiefenpsychologisch nehme ich es ihnen nicht ab. Ja. Was meinen Sie sehr denn, gut. Was meinen Sie denn, steckt denn wirklich dahinter? Also irgendwer sagte kürzlich mal, eigentlich geht es um Kränkung und dass Menschen irgendwo ein Ventil suchen, ihre Kränkung loszuwerden, und dann bieten sich natürlich solche hohen moralischen Rösser an, die auch leicht durchzusetzen sind. Ne? Man kann schnell sagen, oh, nicht gegendert, oder oh, schon wieder die Umwelt zerstört. Ja,
Also, was glauben Sie denn so tiefenpsychologisch? Ja, ja. Also, was steckt denn eigentlich hinter diesen vielen Diskussionen, die, wie Sie sagen, ja eigentlich oft heiße Luft sind? Hm. Naja, also Sie haben das eigentlich schon wunderbar zusammengefasst. Ich kann dem nur hinzufügen, man muss gucken, wer das vertritt. Mhm. Das sind ja alles hochbezahlte, vom Staat alimentierte oder von meinen Zwangsgebühren alimentierte Leute. Kein normaler Mensch, kein 80% sind ja dagegen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ja im Gegensatz zu vielen, die in einer Parallelwelt versunken sind und das auch noch 1:1 zusammen mit den Politikern, immer ein Mensch des Volkes. Und ich fahre öffentliche Verkehrsmittel und wer weiß was. Ich lasse manchmal das Taxi sogar warten am Ziel, wenn ich Zeit habe, um den Taxifahrer weiter zuzuhören. Diese ganz normal arbeitenden Menschen haben weder Verständnis dafür noch irgendeinen Sensus. Es ist doch eine Mini-Minderheit, die meist im Beamtenrecht sind, an den Unis. Oder es sind Frustrierte, sonst in ihrer Wahrnehmung ja völlige Null. Also wenn ich mir diese ganzen Gender-Ideologinnen, sind ja alles Frauen, meistens angucke, die sind ja von Männer. Ja, aber wenig. Machen wir es nichts vor. Ist alles, die versinken in ihrer Bedeutungslosigkeit und sehen jetzt diese Marktlücke, wie soll ich sagen, Sie haben es eben richtig gesagt, tiefenpsychologisch. Also entweder so ein altes Schuldbewusstsein, das jetzt gepflegt wird, oh wei, wir haben die Frauen nie beachtet, also müssen wir es jetzt machen. Ich sage immer, die Frauen muss man beachten. Ich bin nach wie vor erschüttert, dass Frauen noch immer nicht den gleichen Lohn für gleiche Arbeit kriegen. Und wie konsequent das alles ist, sieht man, dass vor der Ukraine völliger Pazifismus herrschte, besonders in der Kirche. Also Pazifismus. Und vor allem Frauen dürfen damit überhaupt nichts zu tun haben. Heute kommt dieselbe Ideologie, die gleichen Leute, kann es alles nachweisen, und schicken alles, was zwei Beine hat, in den Krieg. Was Sie schon an der Mode übrigens sehen. Ich begegnete eben einer Frau, die war angezogen, als wäre sie auf dem Weg in die Ukraine. Es hat nur noch die Waffe auf dem Rücken gefehlt. Das halte ich alles für, wissen Sie, das ist so verlogen. Wenn diese Leute an den Universitäten, nicht, wir haben ja inzwischen ungefähr 200 Lehrstühle für alte Sprachen, was man aber braucht als Jurist und Theologe und Philosoph und Arzt und so weiter, Latein, haben wir aber inzwischen 500 Lehrstühle für Gender. Das halte ich alles für lächerlich, weil das der wahren Lage, in der wir uns zurzeit befinden, nicht zuträglich ist. Und wissen Sie, was mich am meisten stört? Ich kenne ja viele dieser Ideologen, die das machen. Und Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie im Privatleben diese Sprache sprechen. Das glauben Sie nicht im Ernst. Naja, ich glaube, mal in der Redaktionskonferenz nach der Sendung, wo Sie das Volk mit dieser bescheuerten Sprache indoktriniert haben, die ich noch bezahlen muss von meinen Gebühren. Selbst in der nachfolgenden Redaktionskonferenz spielt das schon keine Rolle mehr. Das ist Theater und Wichtigtuerei und sonst nichts. Jetzt haben Sie mal Klartext. Genau, so sind wir es ja von dem Buch gewohnt. Man muss dieser Meinung nicht sein, aber es hört sich natürlich plausibel an. Und wenn ich jetzt so ein Buch schreiben würde, dann hätte ich ja dann habe ich eine Motivation. Was ist denn Ihre Motivation, das Maß ist voll oder Ähnliches zu schreiben? Also gibt es da was, wo Sie sagen, das möchte ich erreichen oder das hätte ich gerne? Ja. Also das ist erstmal Information. Dinge, die ich schreibe, die für mich völlig selbstverständlich ist. Und ich denke, meine Güte, muss doch eigentlich jeder wissen. Eigentlich ist das ja Papierverschwendung. Es wissen die Leute eben nicht. Sie glauben nicht, wie viele. Ich werde ja nun Gott sei Dank werde mehr denn je angesprochen, weil natürlich ich mit einer bestimmten Haltung identifiziert werde. Und das lohnt sich mal mit mir 6 Stunden Zug zu fahren oder irgendwas, ja. Weil ich halte es ja wieder Bundespräsident und habe keine Maske auf.
Also bin ich ja auch erkennbar. Und dann, ja, ich habe den Bundespräsidenten als ganz großes Vorbild. Also das ist mein Staatsoberhaupt und ich bin Preuße. Ich komme aus Minden-Westfalen, da hat Friedrich der Große gesagt, das sind meine treuesten Untertanen. Also aber da darf ich kurz einschreiten. Ist das in so einem Moment nicht zu polarisierend und bewusst, dass man sagt, okay, von den 500 Politikern, die mit der Bahn fahren, hat jetzt einer, weil er kurz irgendwie... Nein, nicht einer. Oh, da gibt es ganze Listen im Internet. Ja, aber sind die fundiert? Sind die wirklich, ist das, also wer schreibt denn diese Listen? Fährt einer den ganzen Tag Bahn und schreibt Politiker auf, die nicht mehr was gefahren? Nein, aber es gibt Gott sei Dank diese herrlichen Selfies oder diese Paparazzi-Fotos. Ich meine, wissen Sie, ich bin ja das Opfer. Vor 30 Jahren hat sich kein Schwein um meine privaten Thesen und wer weiß was gekümmert, da gab es noch kein Handy. Dann saßen die plötzlich alle und hielten mir diese Dinge entgegen. Da wusste ich zu Anfang nicht, Selfie. Ja, was das eigentlich war. Da nahmen sie alles auf und haben alles fotografiert. Nein, wissen Sie, das ist eines der Punkte, die mich nun wirklich aufregen, weil ich spreche ja inzwischen schon von einem geistigen Wandlitz. Der Unterschied zwischen der DDR-Zeit, ich fahre ja oft nach Wandlitz, ist ja gleich in der Nähe von Berlin, kann man wunderbar essen, wandern, alles in Brandenburg. Und dann sehe ich Wandlitz. Da waren die Politiker und die Herrschenden der DDR abgeschottet hinter Mauern. Man ahnte, was dahinter ist, nämlich ein Parallelleben. Aber man wusste es nicht. Heute ist die Dreistigkeit, dass auf dem grünen Parteitag vor ein paar Tagen, auf dem Parteitag, dieses Maskentheater gemacht wird und dem Volk gedroht wird, es käme das größte Massensterben aller Zeiten. Anschließend war das Besäufnis, wo natürlich kein Fernsehen anwesend ist, beim bunten Abend. Da gibt es bei jedem Parteitag. Und da gab es nicht eine einzige Maske. Als der Lockdown der erste war, hat man hier in Berlin demonstriert, hier für diesen Toten da in Floyd so und so da in den USA, ohne jede Maske und keine Polizei ist eingeschritten. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn eine Oma aus dem Zug abgeführt wird oder der Freund Helmut Schmitz, nämlich Justus Franz, weil er beim Essen im Speisewagen keine Maske aufhat und ein Bundespräsident sitzt da und lässt Fotos machen. Er lässt sie machen. Es war kein Paparazzi. Dann ist das für mich eine abgrundtiefe Heuchelei. Und dafür bin ich ja auch Christ und kenne die Bibel. Jesus ist gegen Heuchler und Pharisäer vorgegangen. Und zwar, obwohl Jesus viel Humor hatte, mit Zorn. Und da kann ich sagen, richtig. Es gibt eine Schweizer Künstlerin, das passt da vielleicht ganz gut. Und ich erzähle das eigentlich immer, weil ich das so eine schöne Geschichte finde. Die hatten ein Kunstwerk gemacht, das waren, wie man es auf dem Weihnachtsmarkt bekommt, diese kleinen Häuschen, die man mit denen. Und die sehen ja ganz toll aus. Ich stehe da immer ganz verzaubert vor, weil es so harmonisch aussieht. Und sie wurde gefragt, was ist denn das für ein Kunstwerk? Und da sagt sie, naja, wir gucken oft auf andere Häuser und da kommt so ein wohliges Licht raus und dann denkt mir, ach, die. Denen geht's gut und ich, armes Hascherl, mir nicht. Dabei geht's denen genauso wie mir, die haben genauso ihre Probleme etc. pp. Und ihre Conclusio war, der Mensch scheitert an seinen Idealen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so ein bisschen, widerfährt. Wir wären so gerne gute Menschen. Und der Mensch ist aber eben nicht per se gut, sondern er hat seine Schwächen. Und die wollen wir aber alle nicht. Ich komme ja selbst aus dem queeren Bereich, also ich bin schwul. Und von daher kenne ich das natürlich, diese ganze... Ich will jetzt nicht Ideologie sagen, aber dieser Glaube, wenn man nur jedes böse Wort verbietet, wenn man nur jede böse Handlung verbietet, wenn man alles, passt ja wie in der DDR mit so einem technokratischen Namen benennt, dann wird die Welt gut. Das ist ja so die linke Philosophie, würde ich mal sagen, die sich auch sehr plausibel anhört. Aber ich persönlich glaube halt nicht dran, auch wenn es sehr schön wäre. Ich verstehe diesen Punkt, aber ich glaube, ich würde es mir manchmal ein bisschen mehr
weniger laut und mehr wie zum Beispiel ein Mr. Barack Obama wünschen. Also ein bisschen smoother, ein bisschen cool. Und sie sagen, und das auch, also sie, es ist, ich fand das Buch auf jeden Fall unterhaltsam und ich habe Loriot rausgelesen, aber mir fehlt tatsächlich, und da möchte ich Kritik äußern, an der einen oder anderen Stelle, weil sie gesagt haben, die Information, also man findet in dem Buch keine Statistik, man findet in dem Buch kein, es, und da, es gibt Sätze wie, also um das mal noch so ein bisschen greifbar zu machen, Seite 24, die Oberklimakatastrophen-Panik-Gurus à la Baerbock und Söder wurden vom Wähler bitte abgestraft. Ist unterhaltsam, kann ich mir aber vorstellen, dass der ein oder andere es halt eben nicht mit dieser Ironie und dem Sarkasmus sieht, sondern da seinen Hass noch mehr bestätigt sieht. Oder Sätze wie im Gegenteil, sie huldigen dem Islam als Friedensreligion und finden es wichtiger, diese eingeschifften jungen Mittelmeermänner mit Gender als mit Christus zu konfrontieren. Unsere Sprache zerstören wir bereits im Genderwahn selbst. Dazu bedarf es keinerlei Zuwanderung. Die eingeschifften jungen Mittelmeermänner sehe ich, also da sehe ich keine Ironie, sondern ich finde es wirklich gefährlich. Das ist natürlich keine Ironie. Das ist pure Wahrheit. Und wenn Sie sich angucken, wie darum herumgeredet wird, wenn in Ludwigshafen, wo ich es auch gerade noch einen Vortrag gehalten habe, wo ich es übrigens mit keiner Silbe erwähnt habe, weil ich in diese Stimmung nie reinspreche, das mache ich grundsätzlich nicht. Ich warte erstmal immer ein bisschen ab. Aber wo ein Somalier zwei junge Handwerker mal eben ersticht und kein Mensch traut sich zu sagen, wer eigentlich der Täter ist und warum. Und da kann ich nur sagen, gerade weil Sie, Ledger, da auf Ihre Szene angespielt haben, es musste erst ein Modeschöpfer wie Karl Lagerfeld kommen, der in einer, und den zitiere ich ja auch, in einer glasklaren Weise es auf den Punkt gebracht hat, kurz vor seinem Tod, und gesagt hat, wir können nicht in Deutschland den Holocaust beweinen und betrauern und dann bei offenen Grenzen Hunderttausende von Antisemiten ins Land lassen. Und wenn ich sehe, was in Berlin los ist, ich meine, die meisten sprechen ja aus der Perspektive einer Kleinstadt, ich weiß gar nicht, wo Sie jetzt sitzen. Frankfurt. Bitte? Frankfurt. Ja, da müssen Sie das doch alles wissen. So also ist es. Frankfurter Hauptbahnhof ist für mich ein Studienobjekt sondergleichen. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, diese Gesellschaft will ich nicht. Ich will eine tolerante Gesellschaft. Mir ist völlig unverständlich. Und das wäre jetzt auch ein Gegenstand für ein nächstes Buch. Ich habe Kritik. Ja, wissen Sie was? Wenn Hane ein Buch ankündigt, jubelt der Buchhandel. Das schreibt der Börsenmagazin des Buchhandels. Das glaube ich, nicht so viel. Wissen Sie, warum wird eigentlich darüber geschwiegen? Dass wir ein Riesentheater machen mit Russland. Jetzt fährt die deutsche Nationalmannschaft nach Katar. Sie haben mutig, ganz mutig, zusammen mit dem ganz mutigen Herrn Söder, mit diesem wunderbaren Herrn Söder, der doch noch die Klimaklebekinder, auch das schreibe ich in meinem Buch, so gar keine Ironie, auf der Zugspitze empfangen hat. Ach, das, was, ich bin der Markus, ich bin der Markus. Und was ihr macht, ist gut. Verstehen Sie, von solchen Politikern werden wir regiert. Und jetzt kommt Katar. Söder stand mit seiner Regenbogenmaske. Das ganze Stadion in Regenbogen. Es ging nicht gegen Katar, es ging nicht gegen Russland, es ging gegen dieses harmlose Ungarn. Und dieselben Spieler, die mit ihrem Regenbogen aufs Feld laufen, haben sich jetzt sogar, weil sie so feige sind, so unglaublich feige sind, für Katar ein extra Symbol, also ein Herzchen mit einem Hauch von Regenbogen gemacht. Und ich kann nur sagen, diese Gesellschaft, der Heuchler und der Pharisäer bis an die Spitze, ist für mich indiskutabel. Und dagegen werde ich bis zu meinem letzten Atemzug angehen. Also wenn ein Herr Wirtschaftsminister, den Namen merke ich mir gar nicht erst, weil wenn einer sagt,
du wirst doch nicht insolvent, du musst doch nur ein paar Wochen aufhören zu produzieren. Da antworte ich, die Queen ist doch nicht tot, sie hat nur für ein paar Wochen aufgehört zu atmen. Wenn der nach Katar fährt und eine Verbeugung vor diesen Diktatoren macht, damit wir ein bisschen Öl und Gas kriegen. Ich sag Ihnen, es ist zum Kotzen. Da hat er allerdings ein wirklich dämliches Interview abgegeben. Das muss man. Ja, die Geste, allein die Geste. Ja. Wissen Sie, wenn ich Herrn Söder sehe, ist ja alles noch zu sehen bei Twitter. Er kam gar nicht schnell genug zu Putin, als er Ministerpräsident wurde. Oh, die große Achse. Moskau, München. Und dann diese Verbeugungen. Aber das gab es ja mit jedem Diktator, der gefallen ist. Aber ich wollte mal ganz kurz fragen, es wäre vielleicht weniger verkaufsträchtig, aber wie wäre denn mal das nächste Buch? Peter Hane, hier sind meine Antworten und Lösungsvorschläge. Also, dass man nicht sagt, was ich auch verstehe, weil ich auch diesen Moment oft habe, aber dass man sagt, ich hätte mich auch beim Lesen des Buches gefreut zu sagen, okay, wenn er gegen die aktuelle Corona-Politik ist, was ich in Teilen nachvollziehen kann, weil ich bin Otto-Normalverbraucher, ich fahre auch Bahn oder was die Massen. Ja. Aber wo ist, dass man sagen könnte, hier, liebe Politiker, entweder ich gehe selbst in die Politik und gründe die Peter-Hane-PD oder ich sage, das sind meine drei Top-Vorschläge, gibt es bitte an Lauterbach weiter, weil ich glaube, so finden wir mehr zu. Ja. Mir ist es teilweise ein bisschen zu, Leute, und dann gibt es noch den Punkt und das, den Punkt auch noch. Und ich würde mir an manchen Stellen einfach einen klaren Lösungsvorschlag wünschen, dass die Stimmung ein bisschen down to earth geht und sagt, okay, wenn man das machen würde, wäre das eine coole Idee. Also, Sie sind ja jetzt mein bester Werbeträger, weil ja jetzt alle lesen wollen, wie ich schimpfe. Ja. Es ist, sehen Sie, das ist mein journalistisches Verständnis. Ich schreibe dieses Buch immer noch als Journalist und ich sage jetzt mal für mich persönlich auch als Christ. Und deswegen finden Sie da ja auch zum Beispiel das Schlusskapitel meines Buches ist glasklar und hoffnungsvoll. Aber mein Prinzip war immer, ich bringe die Informationen und jeder kann damit machen, was er will. Ich schreibe grundsätzlich keine Lösung vor, weil es Patentlösungen nicht gibt. Deswegen bin ich ja auch nicht in die Politik gegangen. Mhm. Natürlich könnte ich keine Partei gründen oder was, aber ich wäre schon vor 30 Jahren, da hatte man Popularität, wie ich sie heute auch noch habe, und garantiert hätte ich ein Direktmandat irgendwo gewinnen können. Man muss sich nur den richtigen Wahlkreis aussuchen. Aber dann wäre meine Pflicht gewesen, Lösungen anzubieten. Das muss ich als Journalist nicht. Es gibt auch, und da bin ich der festen Überzeugung, deswegen bin ich auch nie einer Partei beigetreten, keine Patentlösung. Es gibt keine Patentlösung. Die eine Partei ist super, was Wirtschaft angeht, die andere vielleicht bei Corona oder was auch immer. Wogegen ich mich wehre, ist, und was ich eben aufmischen will, dass das Volk nicht mehr schweigt. Also man kann zu Montagsdemonstrationen sagen, was man will. Aber diese Freiheit, sich zu nehmen, auf die Straße zu gehen, still, ohne Klamauk, dass da mal schräge Vögel dabei sind, meine Güte. Also Entschuldigung, wenn Sie in Hannover bei einer Demo dabei sind, bei der skandiert wird, Deutschland ist scheiße, und Sie werden zur Belohnung Bundestagsvizepräsidentin, dann verbitte ich mir, dass irgendeiner der Demonstranten, die da für die Meinungsfreiheit eintreten und auch für ein Aufmischen der Politik, dass die von vornherein, also ein CDU-Innenminister in Nordrhein-Westfalen, sagt Staatsfeinde, und Herr Söder rückt sie in die Nähe der RAF. Das ist so unfassbar schrecklich. Und ich sage Ihnen, wobei natürlich ein Galgen, an dem Angela Merkel hängt. Ach, wissen Sie, also Entschuldigung, jemand, der sich auf die Straße klebt und mein Professor, den ich gut kenne in der Charité, der zu dringenden Operationen musste, da nicht hin konnte. Und wer Kunstwerke beschädigt und beschmutzt und gleichzeitig ein Theater macht, dass Putin die vielleicht in der Ukraine jetzt gerade vernichtet und es selber aus Demozwecken mache, der soll mir nichts erzählen. Also ich bin... Aber die Frage ist ja, da will ich gerade mal einhaken, haben Sie auch, oder
ist nicht zu bedenken oder ist nicht zu befürchten, dass das Ganze noch radikaler wird? Ja. Also sprich ja. Kartoffelbrei, der übrigens keiner war, es war Püree, es war billiges Püree, hat die Zeit getitelt. Vielen Dank. Aber ist ja das eine, aber ich frage mich, wo geht's hin? Also, ja, aber jetzt kommen wir doch wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ganz zu Anfang, also ich bin ja noch nicht dement, hatte ich gesagt, Gender, wäre den Anfängen, denn danach kommt der Pubertätsblocker. Jetzt haben wir... Was ist denn der Pubertätsblocker? Erklären Sie uns. Ja, wenn Sie das nicht wissen... Für transgeschlechtliche Menschen. Ja, okay, dann finde ich ja das ganz lustig. Ja. Nein, sondern ist ja viel schlimmer. Also wer sich entschließt, sein Geschlecht zu wechseln, konnte das immer und der kann machen, was er will. Ich bin auch durchaus dafür, die sollen doch machen, was sie wollen. Ich habe nur die Bitte oder die Forderung, dass ich auch am Jahresende nicht nur mein Geschlecht wechseln kann, sondern auch den Kontostand bei meiner Bank selbst bestimmen kann. Also ich will jetzt alles selbst bestimmen. So, jetzt bin ich aber abgekommen, was Sie jetzt gesagt haben. Und nun habe ich gerade gesagt, ich habe zu Anfang gesagt, erst kommt Gender, dann kommen die Blocker. Genauso, also Pubertätsblocker heißt ja, das ist ja ein Verbrechen, dass die Kinder Pillen schlucken sollen, damit sie keine Pubertät haben, damit sie dann bis 18 warten können, bis sie sich, es ist ja alles unfassbar. Also, naja, aber auch da muss ich einhaken, also da kenne ich persönlich einen Einzelfall, ist natürlich immer ein Einzelfall. Es lebe der Einzelfall, ja. Aber von einem jungen Menschen, der mit männlichem Geschlecht geboren wurde und dem ganz klar war, das stimmt nicht. Ja. Und entsprechend damit auch glücklich gemacht wurde. Aber als Kind mit einer Pille daran gehindert, sich zu entwickeln. Nein, gehindert nicht. So. Ich will sie mal zu meinem Zielgeschlecht, sie wollte es selbst. Also ja, aber das ist das, ja, ja. Aber das hat es doch immer gegeben. Also ich kenne genug Leute. Aber das wird ja nicht zwangsweise verabreicht. Nein, oder? Aber natürlich, es wird gar nicht zwangsweise gemacht. Ja. Notfalls bezahlt die Krankenkasse. Das heißt, wir bezahlen auch noch. Nein. Also wissen Sie, irgendwo sind Grenzen. Bei Kindern und bei Alten verstehe ich keinen Spaß. Und das ist übrigens die ganze Corona-Geschichte, ist zusammengeballt in dieser Frage. Wissen Sie, Nelson Mandela, Südafrika, ist ja sozusagen eigentlich die Ikone der Linken. Vor allem der linken Christen. Er war ja ein frommer Mann. Und der hat gesagt, die Zivilisation erkennt man daran, oder die Humanität eines Staates, so ist es, erkennt man daran, wie sie mit ungeborenen Kindern und mit Alten umgeht. Und wenn man diesen Maßstab nimmt, sind wir längst keine Zivilisation mehr, sondern ein Unrechtsstaat. Wissen Sie, wir setzen Kinder 2 Jahre lang sozusagen auf Sparflamme. Keine Geburtstagsfeiern mehr, keine Vereinsfeiern mehr, kein Sport mehr, teilweise keine Präsenz in der Schule. Jetzt sind wir bei Corona. Ja, alles hinter diesem Internet. Es ist einfach, und mir sagen heute die Taxifahrer oder die Leute bei Edeka, bei denen ich heute war oder was auch immer, die sprechen mich an und sagen, Herr Arne, Sie haben ja einen Sensus für dieses Thema und erzählen mir aus Ihrer Familie. Ich könnte heulen, wenn ich nicht so fröhlich wäre, würde ich jetzt auch hier heulen, weil es ist. Nein. So, und dann gucken Sie mal die Alten. Wer alte Menschen ungetröstet sterben lässt. Das ist das größte Verbrechen unter der Sonne. Und das ist meine Hauptanklage an die Politik. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass die CDU das C verboten kriegen muss, weil es alles andere ist als christlich, was die gemacht haben. Die Kirchen sowieso. Was haben Sie versäumt? Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Frage, haben Sie Lösungsvorschläge? Da habe ich natürlich ganz zu Anfang einen gehabt und habe gesagt, die Kirche zum Beispiel muss sich zu Beginn Corona, erster Lockdown, zu einer systemrelevanten Organisation erklären lassen, die man unbedingt braucht. Und dann im Stil der Notfallseelsorger, also dass meinetwegen ein Pfarrer für eine Kleinstadt oder 5 für eine Großstadt so ausgerüstet werden mit Infektionsschutz und Hygiene und tralala, dass sie in die Krankenhäuser und die Altenheime hinein dürfen.
dass das größte Verbrechen, dass das niemand gemacht hat. Und wir können jetzt über alles reden, was wir wollen. Jetzt stellen Sie sich mal einen Augenblick vor. Da liegt ein Mensch, hochbetagt oder auch jung, im Sterben. Und kein Schwein kümmert sich um ihn. Die Pfleger sind viel zu belastet, die Ärzte sowieso. Und die Familie darf nicht kommen. Und ich bin ja so aggressiv zu dem Thema, weil mir ganz zu Anfang beim ersten Lockdown derjenige, der mir die beiden Hüften eingesetzt hat, also ein begnadeter Operateur, einer der gefragtesten in Europa, gesagt hat, meine Mutter ist vor zwei Tagen gestorben, 97, an gebrochenem Herzen. Ich durfte nicht zu ihr, obwohl ich als Arzt mit allen Hygienedingern betraut war. Und wer das politisch verantwortet, ist für mich ein Verbrecher. Jetzt ist aber, die Stunde ja. Achso, ne, du hast noch eine. Ich, wir könnten, Herr Hane, ich schicke jetzt schon mal eine zweite Anlage. Wir könnten noch stundenlang. Ja, gerne. Stundenlang reden. Für mich wäre die nächste Frage, wie viele Leben wurden durch die Corona-Maßnahmen gerettet? Weil dafür gibt es leider keine Statistik. Nö, und es gibt ja überhaupt keine Statistiken. Wissen ja. Sie, das ist doch der Witz. Herr Söder stellt sich hin und sagt, er hätte 180.000 Leben gerettet. Das ist ja an Lächerlichkeit überhaupt nicht zu bieten. Komisch, dazu hat er eine Statistik. In der Schweiz ist eines der ganz wenigen Länder, die das Evaluation nennt man das ja, Neudeutsch, also die Bilanz gezogen haben und haben gesagt, was waren jetzt diese zwei Jahre? Und sie haben festgestellt, auch ohne diese Maßnahmen, denn es gibt ja die Vergleiche, also South Dakota und North Dakota. Ich bin ja gerade im Aufbruch in die USA, seit 20 Jahren mache ich den ganzen November in den USA. Da fahren Sie mal nach South Dakota und North Dakota. Das eine demokratisch regiert, das andere republikanisch. Die haben bei der Corona-Geschichte, sind völlig identische Staaten von der Anzahl der Bevölkerung, der Zusammensetzung, der Größe. Alles. So, die haben völlig unterschiedliche Corona-Regeln gehabt. Die einen totale Freiheit, Republikaner, und die anderen diese bibbernde Ängstlichkeit hinter Masken und Lockdowns und wer weiß was. Wissen, was die Bilanz ist? 1:1 das Gleiche. Naja, Schweden, Deutschland kann man ja auch so ein bisschen. Ja, natürlich. Aber wissen Sie, jetzt nehme ich mal den Vorwurf vorweg, der jetzt von Ihnen gut journalistisch kommen müsste. Aber lieber Herr Hane, das war doch was ganz Neues, diese Pandemie. Da kann ich sagen. Herr Hane hat meinen Fragenkatalog geleakt. Ja, nach einem halben Jahr hätte man feststellen können, dass aus dem Neuen bereits ein Erfahrungswert ist. Das heißt, wir haben die letzten anderthalb Jahre ganz bewusst, und das ist mein Vorwurf, ganz bewusst eine falsche Politik gehabt, die Leute in die Isolation geführt haben, in eine Eiseskälte unserer Gesellschaft. Und Sie haben es ja eben schon mal gesagt, die Spaltung der Gesellschaft. Wir haben eine Ich habe das noch nie erlebt. Wissen Sie, ich beobachte das ja nun seit 50 Jahren. Ich habe ja alles erlebt, also NATO-Doppelbeschluss, die ganze Abtreibungsdebatte. Es hat ja Notstandsgesetzgebung. Ich könnte Ihnen das alles runterbeten. Es hat eine tiefe, tiefe Spaltung unserer Gesellschaft in den Themen immer schon gegeben, aber nicht unterm Volk. Zum Schluss hat man immer noch miteinander gesprochen. Und der eine war für die Bundeswehr und der andere dagegen und der eine für Abtreibung und der andere dagegen. Man hat den auch im Bundestag übrigens, diese berühmten Geschichten, die ich alle bestätigen kann, wie die sich im Bundestag gefetzt haben. Und Entschuldigung, ja. Wer sehnt sich an denn Josef nicht? Strauß. So, und Wehner. Wer sehnt sich denn nicht nach so intelligenten, mutigen und guten Rednern, wie die das waren? Aber zum Schluss haben sie abends gesessen und haben Skat gespielt. Und das war keine Heuchelei. Sie meinen natürlich RednerInnen. Ja, aber natürlich. Also die Frauen waren ja besonders begnadet, vor allem, weil sie so häufig vorkamen damals in der Politik. Also in der SPD, also bei den Linken gab es ja nie Frauen irgendwo. Also die CDU hat die ja erst eingeführt. Also das finde ich ja noch großartig an der CDU. Aber
wissen Sie, was haben die alten Debatten, gibt es ja alle noch bei YouTube zu sehen. Ja, oder gucken Sie sich, weil Sie ganz zu Anfang, kommen wir nochmal wieder zurück zu den Sommerinterviews. Da gab es ja auch immer schon diese Elefantenrunden mit diesen Spitzenpolitikern ein paar Tage vor der Bundestagswahl. Gibt es ja heute auch noch. Sind an Langweiligkeit nicht zu überbieten, weil die Redezeit gemessen wird, weil zwischendurch immer gesagt wird, Herr Merz hat jetzt 5 Minuten und 38 Sekunden und Herr Scholz hat 2 Sekunden. Ist alles. Wissen Sie, gucken sich diese alten Reden mal an oder diese alten Fernsehsendungen. Meine Güte, da wurde in einer Weise auf den Tisch gehauen. Mit brillantem Intellekt, aber auch mit deutlichen Worten, oder da wurden die Namen ironisiert. Todenhöfer hieß Hodentöter und der Wehner sagte zu dem Ernst. Titel der Folge. Ja, und der nie vergessen. Oder der Herbert Wehner sagte, da sagte der Luke damals, der war ja der Chef der ARD in Bonn, sagte Herr Wöhner. Und daraufhin sagte der Wehner Herr Lüg und bezeichnete den sein Leben lang als Herr Lüg. Ja Mensch, das ist doch toll. Das gibt es alles nicht mehr. Und zwar erstens, weil die Kollegen keinen Mut mehr haben und zweitens, weil sie Angst haben vor den Herrschenden, hatte ich nie. Und drittens, weil ihnen teilweise auch, wie soll ich sagen, die Bildung fehlt, schnell zu reagieren, als aus einem Lug ein Lüg zu machen, weil aus Wehner ein Wöhner wurde, ist doch genial. Herr Hahnel, ich wollte abschließend noch eine kurze Frage mit Herr Hähnel. Der Hähnel, genau. Herr Hähnel. Um nochmal ein bisschen Ihr Image auf Hochglanz. Gibt es denn momentan so spontan, bitte um kurze Antwort, 3 Sachen, die Ihnen an Deutschland, in Deutschland, mit Deutschland gut gefallen? Ja, wir haben eine ganz wunderbare Landschaft. Deswegen braucht man eigentlich gar nicht ins Ausland. Man das kann stimmt. hier bleiben und wunderbar. Wir haben eine ganz, ganz großartige Landwirtschaft, wo ich dringend rate, die nicht auch noch zu zerstören. Und wir haben durch den 9. November 1989, und den werde ich jetzt zwar in Kalifornien, in der Mission Ranch von Clint Eastwood, feiern dieses besondere Datum zusammen. Für mich. Ja, ja. Und wer weiß. Wer weiß. Und, nein, wissen Sie, der Augenblick der Wiedervereinigung hat mir deutlich gemacht, was ein Volk aus- und anrichten kann. Die Menschen der DDR, Mitteldeutschlands, sie müssen immer bedenken, man wusste nicht, wie es ausgeht. Heute sagen wir, oh, die sind da auf die Straße gegangen. Sie wussten nicht, wir alle wussten nicht, wie es ausgeht, ob nicht doch die Sowjetarmee ausrückt und so weiter. Diese Menschen sind mutig auf die Straße gegangen. Ich bin froh, dass es diese Wiedervereinigung gibt, dass wir nämlich die Mitteldeutschen jetzt bei uns, mit uns haben. Und dann zum Schluss nochmal eine Warnung. Ich warne davor, diese Leute als Undemokraten oder was auch immer zu bezeichnen. Die haben gezeigt, wie man Regierungen in die Knie zwingen kann. Und ich kann nur hoffen, dass wenn unsere Parteien nicht zur Besinnung kommen durch Wahlen, da geht ja kein Mensch mehr hin. Niedersachsen waren 60%, das ist doch ein Witz in Tüten. Das heißt, dann geht es nur friedlich, ganz friedlich, wie damals in der DDR. Das war ja der Witz, Kerzen und Schweigen. Das Gleiche erleben wir heute und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass das zu einem Ziel führt, das uns allen ein gut tut und das uns noch viele Sendungen bringt, in denen wir auch fröhlich lachen können. Herr Hahn, in diesem Sinne, ich gehe jetzt zu meinem Zigeunerschnitzel und würde gerne noch ein Foto... Oh, toll! Und ein Mohrenkopf. Eieiei. Und gerne noch ein Foto ei, von... Eieiei. Wenn wir jetzt keinen Shitstorm kriegen, mehr können wir nicht machen. Aber ist das nicht herrlich? Die linkeste Abgeordnete des Europaparlaments ist aus Rumänien und die ist Zigeunerin und die ist stolz darauf. Und die hat, der Stern hat einen Titel... Bild daraus gemacht. Behaltet doch euer Zigeunerschnitzel, war die Antwort auf meinen Titel. Also insofern kann ich nur sagen,
Ich habe viele auf meiner Seite, von denen ich es nie geahnt habe. Und deswegen bin ich auch so dankbar für unser Gespräch, das richtig schön offen war. Und ja, auf ein neues. Ganz herzlichen Dank. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Das Maß ist noch lange nicht voll. War Teil 2 und Grüße an Clint Eastwood, wenn Sie gerne. Grüße. 9. November. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Tschüss. War sehr, sehr cool. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.